sofort nehme ich einen Schluck von diesem Wasser, was da drin ist, wenn ich falsch antworte. Nein, ich will nicht ganz falsch vergehen. Hey Leute, willkommen zu einem Video. Und zwar, was ist das für ein Video? Ja, wir müssen richtig halt, Fight-Challenge. Richtig Fight-Challenge. Und der Verlierer muss immer so eine Pepperoni-Dings da essen. Das sieht richtig eklig und scharf aus. Also, wir waren wirklich fokussiert, Mann. Da. Und ja, also wenn man das richtig gesagt hat, darf man einfach so aufstehen. Und, hallo. Wenn man was Falsches sagt, muss man so ein Pepperoni-Ding essen. Und Lea ist auch dabei, stellt die Fragen. Wer ist der meist abonnierte YouTube-Kanal in Deutschland? PewDiePie, ApeCrime, Waititi, The Floyd oder Gronkh? Gronkh. Keine Ahnung. Ist richtig? Waititi. Waititi hat am meisten Abonnenten? Never. Das ist alt. Steht hier, leider hast du nicht die richtige Antwort das ausgewählt. Das ist absolut alt. Ja, aber Gronkh ist doch jetzt... Antwort. Doch, Gronkh ist das Aktuellste, also musst du essen. Was? Ja, das, ich habe richtig beantwortet, weil Gronkh und Bibi, eigentlich ist es ja Bibi. Aber Free Kickers ist es. Ja, aber... Das ist Mobbing. Dann ist es nicht aktuell, keine Ahnung. Aua, ich kenne es nicht auch. Ich glaube, Leon kann sowas. Ach, mach du mal. So, ist angedreht. Oh. Weil wir machen, man muss auch nur einmal so abbeißen. Ich würde schon sagen, die ganze. Das ist gar nicht schlimm. Das ist ja noch nicht schlimm. Oh, das kriegt ja auch schon klar. Ne. Locker werde ich so nicht verrenken. Ah, ich darf ja aufstehen. Tipps. Okay, nächste Frage. Wer ist Sarah Zahr? Ein amerikanischer Vlogger, ein amerikanischer Let's Player, ein deutscher Let's Player oder ein deutscher Vlogger? Deutscher Let's Player. Du warst ein bisschen eher. Ich kann wieder weg, ne? Ja, ja. Oh nein. Doch, als ob die so lecker sind, also nicht so eklig. Weißt du, ich sitze hier noch mit so einem roten Kopf oder so. Wer hat die ASDF-Movies gemacht? Was ist das? Keine Ahnung. So. Diese kleinen mit den Strichwörtern. Ich mag Züge. Mio. Oh. Okay. Tobuskus, Gronkh, PewDiePie, Waititi oder Tomska? Tomska. Ja, das war richtig. Aber Leon war schneller. Nein, ich hab Angst. Ich bin so richtig... Oh, das fühlt sich schon so eklig an. Oh, das stinkt ja übertrieben. Ja. Jetzt das Ganze, ne? Du bist aber Leon, ich bin wählerisch. Mach, ich hab Angst. Mach, du bist Leon. Mach. Oh mein Gott, das muss so. Das ist, oh, meine Zunge brennt jetzt schon. Oh mein Gott. Oh, das Problem ist, ich kann nicht mehr. Also, was wir nicht erwähnt haben, Leon und ich können scharf essen, Sarah nicht. Ja, mein Mund verbrennt gerade. Alter. Oh mein Gott. Ich darf ja ganz gut, sonst gut. Boah. Das ist ja nur die vierte Frage. Wie heißen die Jungs von ApeCrime? Phil, TC und OG, Jan, Jengis und André? Ja, das ist Jan, Jengis, André. Oh, mein Mund verbrennt so. Oh mein Gott. Wo ist die Multivitaminsaft mit dabei? Wow. Das ist schon die größte von allen, oder? Ganz abbeißen. Also auch ganz für die Ehre. Boah. Also ist am Ende auch meine Probleme. Hm. Brennt schon so ein bisschen. Ja, wir machen am Ende einfach Bonusfragen. Das ist eklig. Hey, nein, ich mache ein zweites Video. Ja doch, jetzt kommt's. Mhm. Okay, die fünfte Frage. Wie heißt PewDiePie mit echten Namen? Ich muss jetzt sowas wissen. Marco, Markus, Felix, Peter oder Finn? Felix. Marco. Ja, Felix. Ich hab mir noch nie geguckt. Was ist das denn? Jeder macht seinen eigenen Haufen, weil ich will nicht eure ekligen Dinger da anpacken. Ja, die sind doch viel weg. Okay. Ja, okay. Von welchem deutschen YouTuber kennt man die? Magst du Bratwurst fragen? Le Floyd, Waititi, Tomska, Al Blali? Al Blali? Ja.
Woher soll ich sowas wissen? Ich guck kaum Ich guck auch keinen. Also ich guck Algali auch nicht, aber das kennt man einfach so. Wieso, Appetit. Wieso kennt man sowas? Guck mal, die abgebissenen Peperoni und die von Sarah. Die sind nicht so geil. Guck, die sind doch echt ekelig. Und Leon, als wenn das so sein tägliches Essen ist. Ich hab früher nur scharf gegessen. Ihr müsst wissen, Leon hat vorhin schon eine Packung gegessen. Ja. Die siebte Frage: Welcher deutscher YouTuber ist bekannt für die Rolle der Sandra? Smosh? LeFloid. Fresh Torge. LeFloid! Ich musste gerade an dich denken, ich sag's bei Fresh Torge. Ja. Also da ist Torge. Ja, die tropfen so viel. Also viel Spaß. Ausstehen. Das Video macht keinen Spaß mehr. Leon genießt das schon richtig. Für Leon 2 essen da. Ja, gleichzeitig. Okay. Wie heißt die Freundin von Alblali? Spitzname? Yuki? Deine Freundin? Yuki, Sandra, Anna, Yuki, Anni. Yuki. Ja, Yuki ist richtig. Yuki, Mann. Ich glaube, das ist echt alt. Ich glaube, die sind nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe Angst. Das stinkt schon so abnormal, ne? Ja, viel Spaß. Oh, da kam die ganze mit. Da kam die ganze mit. Ich muss eben nachspülen, Alter. Das ist so abnormal ekelig. Kannst du im Nachhinein. Oh, ich hatte so einen Kern. Kannst du im Nachhinein bitte so in dein Gesicht dann zoomen? Boah, ich. Die Kerne sind überall drin. Oh, ich hab da gerade so drauf gebissen. Oh mein Gott, ich will gar nichts trinken, weil das so eklig ist. Trink mal schlimmer, dann verteilt das Ganze im Mund. Okay. Wer von diesen Personen ist kein amerikanischer YouTuber? Boah, Dave Days, PewDiePie, Tobuscus oder Shane Dawson? Tobuscus. PewDiePie. Ja, das ist richtig. Der Schwede. Ja, ich mein, so. Boah, kein amerikanischer YouTuber. Das war Sarahs Idee einfach. Und noch eine. Sarah, ich warte. In meinem Mund verbrennt so eine. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil möchte. Kann ich schon weitermachen? Das war dein Vorschlag, ne? Aber mein Mund tut so weh. Nee, du musst erst essen. Ich bin echt so scharf. Nur ein klein bisschen, komm. Komm, nimm den Rest. Beißt so vorne die kleine Spitze ab und auf einmal kommt die ganze wieder mit. Das ist so fettes Ding, Alter. Oh, das ist so ekelig. Mein Mund tut so weh, ne? Ich esse dir danach dem Video auf. Ich seh Leon erst später. Oh. Ab sofort nehme ich einen Schluck von diesem Wasser, was da drin ist, wenn ich falsch antworte. Nein, ich will nicht ganz dagegen. Ich sag das sogar noch, weißt du. Ab sofort muss ich so einen Schluck von diesem Zeug trinken. Ja. Ein Schluck und ein Ding. Okay, weiter, aber okay. Ich will hier weg. Aber Sarah, sag mal, komm. Sag Wer die neue Spielregel. Was, dass du jetzt zwei essen sollst? Nein, dass ich jetzt eine essen muss an einem. Und einen Schluck. Okay, warte. Wer von diesen Personen ist eine weibliche Let's Playerin? Zombie, Line Say Tom, Gronk, Sarah Zah oder Honeyboy? Honeyboy. Ja. Ich war schneller. Ich war schneller. Ja. Ah, weg hier. Ich will nicht mehr. Kannst von mir aus auch gern zwei essen. Gleichzeitig so. Oh, ich bin dafür, dass das dann eine halbe Minute drauf rumkauen muss. So richtig auf den Kern. Eins. So lange kann man nicht kommen. Aber richtig auf den Kern drauf, ne? Ich finde es echt gar nicht scharf. Was für Videos findet man auf dem Kanal LeFloid? Let's Plays, New Shows. News. Also wenn man schon antworten darf, wenn man die Antworten nicht mal gehört hat, ne? Fan, ja. Ich hab sie gehört, sie hat ja News Show gehört. Richtig genüsslich. Okay. Wo leben die Jungs von YTT? Frankfurt, Stadthagen, Hamburg, Köln, Berlin. Köln? Ja, Köln ist richtig. Ich muss weiß echt so. Jeder YouTuber wohnt da, das war ja aber schnell Köln gesagt. Stadthagen. Boah, guten Appetit.
Wer singt die Single durchgehend online? Smosh? Die Lochis. Ja. Da bin ich jetzt enttäuscht von dir. Bin leider kein riesen Lochi-Fan. Ich hab die früher voll oft gehört. Ne? Hat's geschmeckt? Mhm. Wer hat eine New Show auf YouTube? Al Bladi, die Lochis, Mr. Trashback? Mr. Trashback. Ja. Wie viele Fragen sind das eigentlich noch? Komm, wir machen das die letzte Frage. Ach so, damit du nicht mehr drankommst. Nee, Sarah. Okay, von wem kennen wir eine ungewöhnliche tiefe Stimme? Phil? Tadel. Ja. Was ist das? Also ich bitte dich. Guten Appetit, Leon. Das war so der einzige, der mir eingefallen ist. Und so, und jetzt alle. Auf jeden Fall, Leute, war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst ein Like da. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst ein Like. Ja, auf jeden Fall danke an dir. Die Fragen. Bitte. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt. Ihr werdet den eh sehen, aber egal. Und lasst ein Like da. Ciao. Tschüss. See you faded, I don't like to fake it.